Hallihallo. Leute, wir sind heute spät dran. Wir haben nicht gefilmt und wir haben bereits 16.43 Uhr. Das heißt, ich erzähle euch jetzt, was heute passiert ist. Und zwar wurde hier heute Morgen, habe ich gehört, um 9 Uhr gesammelt. Ist das richtig? Du warst da, ne? Hast du denn gefilmt, das Sammeln? Ja, dann zeigen wir euch das Sammeln jetzt. Danach wurde zum Spiel verlegt. Ich bin dann erst so um 12:30 hier aufgetaucht. Ich war vorher noch in Magdeburg. Mittlerweile weiß ich auch, wie man das richtig ausspricht. Und habe eingekauft. Und, oh, jetzt geht's ab. Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Siehst du es? Hörst du es? Jetzt kommt der Sturm. Und gleich kommt Wasser. Und dann wird es nochmal sportlich. Dann werden wir die Pavillons mal festmachen müssen. Oh, hörst du? Jetzt gerade ist ein bisschen hektisch geworden, ne? Das Wetter ist umgeschwungen. Schau mal nach oben. Sonnenbrille brauche ich keine mehr. Aber alle haben damit angepackt, Riesenunterstützung. Jeder, der da war, hat irgendwas in die Hand genommen, Plan abgerissen, zack, alles abgebaut, Zelte abgebaut. Jetzt werden wir die Elektrik noch ein bisschen verpacken, damit die keinen wegkriegt und die Flaggen wehen. Weiter geht's. Ivan, verteilt euch in die Richtung! Wie ist die Lage? Wir haben jetzt angegriffen, Wetter ist auf unserer Seite. Wir nutzen den Sturm, um den Gegner ein bisschen zu ängstigen. Und dann zerschlagen wir das Team, wie wir es vorhin auch schon gemacht haben. Alles klar. Das Team ist heute gut drauf. Check. Aktuelle Lage, ja, erstmal vom Wetter, es regnet leicht. Tut uns aber ganz gut, weil den ganzen Tag waren es ungefähr um die 38 Grad hier. Ich meine, in der Sonne meinte einer 42. Jetzt spielen wir gerade Rush und ich muss schon wieder... Ja, Joris hört, wir sind... So, mittlerweile ist das Unwetter wieder abgezogen. Wir haben das Spiel jetzt anderthalb Stunden eher beendet. Hier in der Nähe ist ein Blitz eingeschlagen und die Feuerwehr hat uns gesagt, ey, das ist ziemlich heikel. Und dann haben wir gesagt, gut, dann sagen wir das Spiel jetzt erstmal, beziehungsweise brechen wir das Spiel ab, holen die Leute raus aus dem Wald, denn Safety first. Ich habe keine Lust, dass irgendwie einer verletzt wird. Und das ist das oberste Gebot und wir von Airsoft-Fan stehen an der Verantwortung. Deswegen Spielabbruch. Nichtsdestotrotz ist das Wetter wieder stabil. Ich habe schon wieder Sonnenbrille auf. Und mittlerweile sind auch die Mädels von Rockstar da. Film mal kurz die Mädels ab und frag mal, wie genial die GSP Airsoft-Days finden. Ich finde es eine super Veranstaltung, weil die Eltern können ihre Kinder mitnehmen, so ein bisschen an den Sport ranführen. So wird die nächste Generation an den Sport rangeführt. Und wer will nicht gerne immer was zusammen mit seinen Eltern machen? Wahrscheinlich eher andersrum, aber das weiß ja keiner. Kommst du nächstes Jahr wieder? Natürlich. Wundervoll. Ich komme immer gerne wieder. Stage Time, aber diesmal ohne Nick. Komm, wir gehen mal vorgucken. Auf den GSP Airsoft Days bin ich nicht auf der Bühne, denn es sind die GSP Airsoft Days. Wir veranstalten die zwar mit den Jungs, aber Bühne habe ich nichts mit zu tun. Das machen wir. Wer macht das überhaupt? Ja, das machen wir. Komm mit. Also Ivan, Joris. Ivan und Joris. Ich glaube Ivan und Joris machen. Ja, es gibt so Throwaways wie auch auf der Dark Emergency und eine kleine Tombola. Und dann ist für heute auch quasi schon wieder durch. Ich habe heute nicht mitgespielt. Das lag einfach daran, dass es ultra heiß war. Ich den halben Tag unterwegs war und dann habe ich mir gedacht, nee, das sparen wir uns. Jetzt ist es runtergekühlt nach dem Unwetter und ich hoffe, dass es morgen früh von den Temperaturen so geil ist, dass ich dann auf jeden Fall... Ich bin kein Schönwetterspieler, ja? Jetzt möchte ich schon mal mich hier rechtfertigen. Also, es war so heiß und die Leute sind teilweise echt umgekippt. Und da hat sich kein Turn drauf, so. Aber wenn morgen das Wetter mitspielt und es nicht wieder 35 Grad werden, dann gibt es noch ein Gameplay von den GSP Airsoft Days. Wir gehen gleich wieder Backstage mit den Rockstar Girls, ne? Ach stimmt, wir gehen wieder Backstage, ja klar. Ja, dann melden wir uns aber vorher ab oder sollen wir die Kamera Backstage mitnehmen? Ich melde mich an der Stelle ab, ich gehe gleich alleine Backstage oder ich nehme noch Justin mit, aber das war's dann auch. Euch lieber nicht. Alles klar, dann haut rein. Thank you.
Wie fandest du die GSPR SF6 2018? Sau anstrengend. Das Wetter hat es nicht unbedingt besser gemacht. Also ich fand sie echt extrem gut. Ich war diesmal das erste Jahr dabei. Also ich muss sagen, sie waren super cool. Für mein erstes Event war es wirklich super. Jeder hilft sich, alle sind super nett und alles wirklich gut organisiert. Und wir hatten viel Spaß, trotz des heißen Wetters. Oh, ansonsten eigentlich ziemlich geil. Bereit in 3, 2, 1! Mahlzeit. Leute, gerade haben wir das Gameplay gedreht, was so viel heißt wie, ich habe mich gerade zu Tode geschwitzt. Respekt an all diejenigen, die auch gestern gespielt haben. Gestern habe ich ja nicht gespielt. Und das war das Wetter des Todes. Aber es hat ultra viel Spaß gemacht. Ne? Also ich muss echt sagen, GSPR SF Days, also die Spieler hier, echt coole Typen. Ne? Alle voll am Pushen. Ne? Da haben die kleinen Kiddies haben auf jeden Fall weniger Angst vor den Bällen so als manche Erwachsene, habe ich festgestellt. Hat richtig gebockt. Also ich ziehe mich jetzt um und dann sind die GSPR SF Days für dieses Jahr auch vorbei. Wir bauen gerade schon ab an allen möglichen Ecken. Ich glaube, die Shops sind auch schon zusammengepackt, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich war, wie gesagt, in den letzten, na doch, 3 Stunden fast auf dem Feld. Wir gucken uns den Marktplatz jetzt nochmal an, Justin. Und dann koordinieren wir noch die letzten Kräfte hier, damit der Abbau stattfinden kann. Ich denke, wir sind morgen hier durch. Bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? Also, ich hoffe, euch haben die Videos zum GSPR Soft Days gefallen. Und ich hoffe, euch haben die GSPR Soft Days gefallen. Wir haben natürlich hier alleine durch das Wetter schon einige Herausforderungen gehabt, aber schlussendlich, ich bin sehr zufrieden. Danke auch nochmal an GSP. Guten Job habt ihr gemacht. Dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr auf den GSPR Soft Days und wir uns dann im nächsten Video. Haut rein! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. Wie kannst du die GSPR Soft Days für 18? Warm. Heiß. Und lustig. Hat mir Spaß gemacht. War aber ein bisschen heiß. Ja. Wie fandest du die GSPR Soft Days 2018? Die Air Soft Days? Ja. Ey, die fand ich sehr geil. Wie fandest du die denn, Lukas? Auch geil. Ja, die ist sehr geil? Ja. Ja, ne? Ja. Aha. Oh, es regnet, Justin. Da kann deine Kamera nass werden? Ja? Wasserfest? Wasserfeste Kamera. Ey, geil. Ist geil so, ne? So, auch für den Umsatz. Aber warte. Das ist das beste Bier auf die ganze Welt. Hast du das auch schon mal getrunken? Nee. Meine Eltern magen das. Darum ist das das beste Bier auf die ganze Welt. Richtig. Und es macht dir Spaß. Und es macht auch dicht. Was ist dicht? Dichter. Bist du betrunken? Ode. Bist du dicht? Ich? Ja. Nee.